So, herzlich willkommen zu einem weiteren Workout mit unserem lieben Julius und mit mir, dem Marius. Heute haben wir für euch ein Programm, das Dehnen im Stehen. Dafür braucht ihr einmal euren eigenen Körper und einen Stuhl. Den dürftet ihr alle zu Hause haben. Und genau, dann kann es auch schon losgehen. Die erste Übung, dabei wird die Beinrückseite gedehnt und auch eben der Rücken. Ihr habt eine aufrechte Körperhaltung, die Arme sind neben dem Körper, hängen ganz locker und dann rollt ihr euch Wirbel für Wirbel nach unten. Das Kinn ist ebenfalls eingerollt, also als Eselsbrücke zum Doppelkinn bilden und wie ihr seht, Wirbel für Wirbel nach unten. Ihr lasst die Arme hängen, haltet diese Haltung für ein paar Sekunden für vier tiefe Atemzüge. 4 bis 5 Atemzüge sollten da reichen. Ganz normales Tempo. Und wenn ihr diese Atemzüge hinter euch habt, könnt ihr euch dann Wirbel für Wirbel wieder aufrichten. Ganz locker, ganz entspannt in eurem Tempo. Und am Ende den Kopf wieder gerade nehmen. Jawohl, aufrecht ins Stehen zurückkommen. Das war so viel erstmal die erste Übung. Zweite Übung, da wird das Gesäß gedehnt. Dafür nehmt ihr euch eben den angekündigten Stuhl als Stabilisator. Dann nehmt ihr euch das Bein, was euch lieb ist, eurer Wahl, nach oben, greift am Fußgelenk und zieht dann eben das Fußgelenk nach oben, sodass ihr die Dehnung im Gesäß spürt. Bleibt ansonsten gerade, richtet euch auf, Blick geht geradeaus. Den Stuhl habt ihr als Stütze. Und im besten Falle merkt ihr ein Ziehen im Gesäß. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr eben nochmal versuchen, das Fußgelenk etwas weiter nach oben zu bringen. Auch hier wieder die Atemzüge. Spürt die Dehnung und geht langsam wieder zurück in die Ausgangsposition. Die andere Seite wollen wir natürlich auch mitnehmen. Auch hier wieder Griff ans Fußgelenk, aufrechte Körperhaltung. Und wir ziehen das Gelenk nach oben, bis wir die Dehnung im Gesäß spüren. Sehr schön sieht das aus. Ganz entspannt. Könnt ihr als Warm-up oder auch als Cool-down nehmen. Das ist ein Dehnungsprogramm für den ganzen Körper. Wir beginnen hier gewollt von unten und arbeiten uns nach oben weiter. Und jawohl, jetzt haben wir beide Seiten. Den Stuhl könnt ihr wieder zurückstellen. Und jetzt arbeiten wir uns hoch zum Hüftbeuger. Hier ist das genau der Ausfallschritt. Das vordere Bein ist leicht gebeugt, das hintere ist gestreckt. Und wir beugen uns so weit wie es geht nach hinten, sodass wir eben den Zug im Hüftgelenk, im Hüftbeuger spüren. Genau, schön aufrichten. Der Blick geht trotzdem noch geradeaus. Und diese Position halten wir jetzt. Wieder die gewohnte Atemzüge. Jawohl. Das sieht gut aus soweit. Langsam und kontrolliert jede Übung am besten so durchführen. Und wir wechseln die Seite. Das andere Bein kommt nach vorne, leicht gebeugt, hinten gestreckt. Und dann geht es wieder nach hinten. Nicht zu weit nach hinten. So, dass ihr eben jene Dehnung im Hüftbeuger spürt. Jawohl, kontrolliertes Atmen, sehr schön. Und wir kommen wieder nach vorne. Jetzt kommen wir zur seitlichen Rumpfmuskulatur, die gedehnt werden soll. Hierbei haben wir erstmal den ganz normalen Stand. Dann der Oberkörper ist aufgerichtet und dann wird dieser zur Seite geneigt. Der gegenüberliegende Arm geht mit nach oben ausgestreckt. Jawohl. Und das wird gehalten. Hier solltet ihr auch die Dehnung spüren.
in der seitlichen Rumpfmuskulatur. Das Ganze wird wieder gehalten. Euer Tempo, eure Atmung. Konzentriert euch auf die Atmung. Und wir kommen wieder zur Körpermitte und wechseln einmal die Seite. Die gegenüberliegende Seite wird nun aufgezogen, aufgedehnt. Und auch hier wieder die Atmung. Euer Tempo. Jawohl, sehr schön. Ihr merkt auch, wie ihr immer noch ein Stück weiter kommt. Ihr könnt gerne mal nachwippen, kleine Bewegungen machen und ihr merkt, dass ihr ein Stück weiter kommt, wenn ihr aufgedehnt seid. Jawohl. Und wir kommen wieder zurück zur Ausgangsposition und gehen weiter zur horizontalen Brustmuskulatur. Dafür habt ihr die Hände auf Höhe der Brust nach außen gestreckt. Jawohl. Und die Innenflächen zeigen zur Decke. Dann bringt ihr die Arme nach hinten und merkt, dass ihr in der Brust eine Dehnung spürt. Für diejenigen, die im Flex fleißig sind, werden die ein oder andere Übung wiedererkennen bzw. Parallelen entdecken. Jawohl, sehr schön. Das sieht gut aus. Jawohl. So, wir haben jetzt die horizontale Brustmuskulatur bedient. Wir wollen natürlich die vertikale Brustmuskulatur nicht vergessen. Dafür haben wir den Oberkörper gerade und die Handinnenflächen zeigen, wie Julius es vormacht, nach vorne und die Arme bewegen sich wieder nach hinten. Die Schulter zieht mit und somit haben wir die vertikale Brustmuskulatur in der Dehnung. Wieder ganz kontrolliert und ruhig atmen. Sehr schön. Jawohl, euer Tempo. Spürt die Dehnung, geht ruhig noch ein Stück nach hinten, wenn ihr merkt, ihr kommt weiter. Das sollte bestenfalls möglich sein. Und geht langsam wieder zurück in die Ausgangsposition. Nun kommen wir auch schon zur letzten Übung. Wir bahnen uns noch ein Stück weiter nach oben. Wir kümmern uns nun um die Dehnung in der Nackenmuskulatur, was natürlich sehr oft durch den Alltag verspannt ist. Genau, hier aufrechter Stand, die Arme neben dem Körper bleiben hängen und wir entscheiden uns für eine Seite. Wir neigen den Kopf in diesem Fall nach links als erstes. Und die gegenüberliegende Seite, sprich der rechte Arm, gibt jetzt einen Zug nach unten, sodass wir die Dehnung im Hals, im Nackenbereich spüren. Und auch hier merken wir, wie wir nach kurzer Zeit weiter zur Seite kommen können, weil wir die eben jene aufgedehnt haben. Jawohl, sehr schön. Innenfläche zeigt nach vorne, so wie es der Julius vormacht. Und wenn ihr zufrieden mit der einen Seite seid, dann bedient ihr nochmal die andere Seite. Und der gegenüberliegende Arm wird im Anschluss gestreckt. Die Handinnenfläche zeigt nach vorne. Und eben so weit, bis ihr die Dehnung deutlich spürt. Das Ganze dann halten und der Dehnung nachgehen. Sehr schön. Dann auch hier, wenn ihr mit euren Atemzügen fertig seid, langsam wieder in die Ausgangsposition zurückgehen und
somit haben wir es geschafft für das heutige Workout, Dehnen im Stehen. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis bald.